Herzlich willkommen, liebe Kinder. Heute lesen wir gemeinsam das Buch Zwei für mich, einer für dich, geschrieben von Jörg Mühle. Auf dem Heimweg fand der Bär drei Pilze. Zu Hause freute sich das Wiesel sehr. Es putzte die Pilze, briet sie scharf an, würzte kräftig mit Salz und Pfeffer und ließ sie mit etwas Petersilie in der schweren Pfanne schmoren. Der Bär teilte aus. Ein Pilz für dich und ein Pilz für mich, sagte er. Und noch ein Pilz für mich. So ist es gerecht. Ich bin groß, deshalb muss ich viel essen. Das Wiesel war nicht einverstanden. Ein Pilz für mich, ein Pilz für dich. Und noch einer für mich. Das ist gerecht. Ich bin klein und muss noch wachsen. Einer für dich, zwei für mich. Das ist gerecht, weil ich die Pilze gefunden habe. Das ist gar nicht gerecht. Du hast sie mir mitgebracht. Und ich hatte die ganze Arbeit. Ich habe die Pilze geputzt und scharf angebraten und kräftig gewürzt und in der schweren Pfanne geschmort mit Petersilie. Aber nach meinem Rezept. Und ich habe den Tisch gedeckt. Außerdem esse ich Pilze viel lieber als du. Pilze sind meine absolute Leib- und Magenspeise und ich habe so großen Hunger. Hör doch, wie laut mein Magen knurrt. Moment, ich bin viel größer als du. Deshalb ist mein Hunger auch viel größer als deiner. Mein Magen hat schon den ganzen Tag geknurrt. Jetzt ist er heiser. Aber ich habe zuerst gesagt, dass mein Magen knurrt. Aber ich wollte den Pilz zuerst haben. Ein Pilz weniger würde dir bestimmt nicht schaden. So viele Pilze sind gar nicht gesund für kleine Wiesel. Für dicke Bären auch nicht. Jetzt reicht's. Zwei für mich, einer für dich und damit Schluss. Dann bist du aber nicht mehr mein Freund. Der Bär und das Wiesel waren entsetzt. Frechheit, riefen sie, und voll ungerecht, und ist denn das zu fassen? Der hat einfach unseren Pilz geklaut. Aber dann wünschten sie sich guten Appetit. Die Pilze schmeckten ihnen wunderbar. Es gab sogar noch einen Nachtisch. Walderdbeeren, rief der Bär entzückt, meine absolute Leib- und Magenspeise. Das Wiesel teilte aus. Falls dir die Geschichte gefallen hat, unterstützt mich gern mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere spannende Geschichten. Du findest mich auch auf Telegram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Lesestube.